Naruto hat eine neue Stimme. Wieso, weshalb erfährt ihr in unserem neuen exklusiven Mitgliedsformat Senseless Ask. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Video. Naruto Uzumaki ist zurück. Keine Sorge, Netflix wird keine neue Synchronfassung von Naruto hochladen. Und ihr werdet es auch gar nicht in den ersten 200 Folgen, die auf Netflix erscheinen werden, bemerken. Aber unter euch gibt es bestimmt Leute, die viel weiter mit der Serie sind, beziehungsweise die Serie über Fernsehen oder TV Now kostenlos verfolgt haben. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass Naruto ab Folge 267 eine neue Stimme hat. Liegt nicht daran, dass Naruto in die Pubertät gekommen ist oder so. Er hört sich anders an, weil er eine neue Synchronstimme bekommen hat. Der ursprüngliche Synchronsprecher Tobias Pippig keine Lust mehr auf die Rolle von Naruto hat. Wieso, weshalb hat damals KSM, der deutsche Publisher von Naruto, es nicht in ihrem Statement erwähnt? Aber es kann sein, dass er nicht mehr als Synchronsprecher tätig ist, beziehungsweise er hat nach der Naruto-Rolle auch in der Synchronsprecherkartei keine weiteren Synchronrollen mehr angenommen. Wieso er aufgehört hat, wird aber nirgends erwähnt. Er hat Naruto von 2007 bis 2017 seine Stimme geliehen. Also 10 Jahre lang kannte man Naruto nur mit seiner Stimme. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Wenn ich seine Stimme gehört habe, habe ich ihn nur mit Naruto assoziiert. Das heißt aber nicht, dass die neue Synchronstimme Henning Nehren eine schlechte Arbeit geleistet hat. Als damals KSM bekannt gegeben hat, dass Tobias Pippig seine Rolle als Naruto abgeben möchte, haben sie ein Casting gestartet und in diesem Casting hat Kenny Nehren gewonnen. Muss sagen, er macht seine Arbeit ziemlich gut. Als ich seine Stimme zum ersten Mal gehört habe, war ich kein großer Fan davon und bin auch deshalb auf die japanische Fassung von Naruto umgestiegen und habe halt Naruto bis zum bitteren Ende auf Japanisch verfolgt. Als ich damit durch war und vor ein paar Jahren dann wieder Naruto gerewatcht habe, habe ich mir wieder die deutsche Fassung gegeben und ich muss sagen, ganz am Anfang hört sich das Ganze total weird an. Man kommt nicht damit klar, dass Naruto eine neue Stimme hat, aber ab Folge 300 gewöhnt man sich daran. Schön dabei ist, dass Henning auch in der Boruto-Serie Naruto seine Stimme geliehen hat und auch dort eine super Arbeit leistet. Für die Leute, die sich an die neue Stimme von Naruto gewöhnt haben, keine Panik, es wird für eine lange Zeit wahrscheinlich auch so bleiben. Für die Leute, die es noch nicht kennen, ihr könnt mal auf TV Now die neueren Folgen angucken und versuchen euch daran zu gewöhnen, bis sie dann auf Netflix verfügbar sind. Falls ihr schon die Stimme kennt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neue Naruto-Stimme findet. Schlecht oder nicht schlecht? Habt ihr Naruto überhaupt gar nicht auf Deutsch geschaut, sondern nur auf Japanisch? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Und damit sage ich, das war's mit dem Video. Das hier war übrigens ein exklusives Mitgliedsvideo, was wir euch jetzt freigeschaltet haben, damit ihr wisst, was ihr bekommt, wenn ihr bei uns Mitglied werdet. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit deinem Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Channel und werdet Mitglied bei uns. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.